Ja, hallo, ich bin der Schrader und das, was ihr gerade schon gehört habt, war eine Gitarre, eine Akustikgitarre von der Firma Ortega. Ortega ist ja eigentlich nicht richtig mit Akustikgitarren zu verbinden. Sie bewegen sich da auf ganz neuem Terrain. Man kennt sie eher von Ukulelen oder Akustikbässen. Diesmal haben sie ein Trio, was hier um mich herum steht, an Akustikgitarren erschaffen, die den Namen Jade trägt. Es gibt zum ersten auf meinem Bein eine Dreadnought mit Cutaway. Hinter mir steht noch ein Grand Auditorium ohne Cutaway. Und vorhin gehört habt ihr die zwölfseitige mit, eine Zwölfsäge übrigens als Mini-Jumbo, wiederum mit Cutaway. Diese Gitarren von der Firma Ortega zeichnen sich aus durch gekapselte Mechaniken, einen sehr schönen, relativ flachen Mahagoni-Hals. Die Bünde sind eher Vintage, ein Ebenholz-Griffbrett läuft auf eine Engelmann-Fichtendecke zu, endet hier auf einem Ebenholzsteg mit einer Stegeinlage, die ein bisschen nach hinten gewölbt ist, wahrscheinlich um noch ein bisschen mehr Druck auf die Seite zu bekommen in Richtung Decke. Die Zagen sind komplett aus Palisander. Dann wollen wir mal hören, wie die Dreadnought so klingt. Als nächstes habe ich die Grand Auditorium-Gitarre von Ortega auf dem Oberschenkel. Und obwohl die Gitarren ja primär akustisch ausgelegt sind, hat sich Ortega trotzdem entschieden, ein kleines Tonabnahmesystem hineinzubauen. Das Ganze kommt aus dem Hause Shadow und heißt Sonic Nanoflex. Es wird also ganz behutsam hier über dem Schallloch eingeklebt und lässt sich über Bedienregler, Volume, Bass und Treble, über Drehregler hier aus dem Schallloch heraus regeln. Wir werden jetzt die Gitarre erstmal über das Mikrofonsystem vor mir hören, wie übrigens bis jetzt alle Gitarren-Samples, und danach mal umschalten auf das Pickup-System. Und los geht's. Und nun hören wir das Ganze über den Pickup. Ortega hat mit seinem Ausflug in die Akustikgitarrenecke wirklich einen ganz ordentlichen Wurf gelandet. Sie haben sich aber auch sehr viel Mühe gegeben. Das fängt schon an mit einem sehr schönen Koffer in einem Krokodilimitat, der sehr schön ausgelegt ist. Man hat gleichzeitig einen sehr schönen Ledergurt spendiert, einem Hygrometer innerhalb des Koffers. Und die Gitarren sind tatsächlich auch sehr schön verarbeitet und lassen sich hervorragend spielen. Ich würde sagen, wer in der Preisklasse von 800 bis 900 Euro eine Akustikgitarre sucht, sollte die drei Freundinnen hier unbedingt mal antesten. Das war's von mir. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal auf musikmachen.de.